Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Solche Bilder prägten das Gesicht der diesjährigen IXS Dirtmasters in der sauerländischen Sportmetropole Winterberg. Dirtmasters, das sind Mountainbike-Aktionen auf allerhöchstem Niveau. Über 1000 Sportler waren zu diesem dreitägigen Festival nach Winterberg gekommen, die den über 30.000 Zuschauern ein Feuerwerk spektakulärer Sprungdisziplinen, rasanter Abfahrten sowie artistischer Trickvorführungen boten. Bereits zum 12. Male ist Winterberg der Gastgeber für die Mountainbike-Elite, die sich für 4 Tage auf dem Gelände des Erlebnisberges Kappe eingefunden hatten. Hautnah oder eben mit Fernblick von der Panorama-Erlebnisbrücke konnten die Zuschauer das Geschehen verfolgen. Für die Biker, ihr Gerät und die Zuschauer der Aufstieg zum Start ganz entspannt im großen Spezialsessellift. Winterberg aufgrund seiner geografischen Lage bringt hier der Erlebnispark Kappe für solche Events die besten Voraussetzungen mit. Diese kann die Salzerstadt nicht bieten, wohl aber flache, weite Ebenen, die für Eisstockschießen geeignet wären. Aber das ist ein anderes Thema und wohl nicht so spektakulär wie die Dirtmasters in Winterberg. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.